Als Torwart des Spieltages habt ihr Matthias Andersson von der SG Flensburg-Handewitt gewählt. 17 Paraden und ein gehaltener 7 Meter. Auch statistisch gesehen ist er der Top-Torhüter in dieser Woche. Kevin Schmidt auf Linksaußen. Die HSG Wetzlar schlägt Melsungen überraschend deutlich. Der 25-Jährige hilft mit 9 Treffern und einer 100-prozentigen 7-Meter-Quote kräftig mit. Im linken Rückraum der Mannschaft des Spieltages steht Momir Rymnic. 8 von 8 7 Metern verwandelte der Serbe, warf noch dazu 3 Feldtore. Die Niederlage von Frisch auf Göppingen konnte er damit aber nicht verhindern. Regisseur Andy Schmid war Man of the Match beim Sieg der Löwen gegen die Füchse Berlin. Sagenhafte 13 Tore konnte der Schweizer auf seinem Konto verbuchen. Kein anderer kam dieses Mal in Frage für die Rückraum-Mitte-Position in der Mannschaft des Spieltages. Dena Janima vom THSV Eisenach hat ebenfalls den Sprung ins Top-Team des Spieltages geschafft. Mit 10 Toren war er fast schon ein Alleinunterhalter im Eisenacher Angriff. Sein Team musste allerdings wieder eine Niederlage einstecken. Auf der Rechtsaußenposition in der Mannschaft des 25. Spieltages steht Torge Johansen. Der Hannoveraner stahl 2 Bälle vom Gegner, verwandelte 9-mal zum Tor und traf auch noch alle seiner 3 7 Meter. Kreisläufer ist in dieser Woche Jesper Nielsen. Zwar musste auch er mit den Füchsen eine Niederlage einstecken, doch Nielsen hielt die Berliner mit seinen 8 Treffern lange im Spiel.